Hallo und willkommen zu diesem Video zum Thema Ableitung einer Funktion. Der Startpunkt zur Definition der Ableitung einer Funktion ist das Steigungsverhältnis der Funktion oder der sogenannte Differenzenquotient. Was ist damit gemeint? Das ist die Differenz zwischen zwei Funktionswerten f von x minus f von x0 dividiert durch die Differenz der beiden Argumente x minus x0. Machen wir uns das einmal an einer kleinen Skizze klar. Wir haben also hier unser Koordinatensystem mit der x-Achse und f von x auf der y-Achse. Und jetzt können wir uns hier zwei Punkte rauspicken. Den einen können wir x0 nennen und da haben wir dann den zugehörigen Funktionswert f von x0. Und den anderen nennen wir hier x. Und da haben wir den zugehörigen Funktionswert f von x. Und das Steigungsverhältnis schaut sich jetzt an, wie groß ist dieser Unterschied hier? Das ist also f von x minus f von x0 im Verhältnis zu diesem Unterschied x minus x0. Und das ist was, das haben wir auch schon früher beim Steigungsverhältnis einer linearen Funktion gesehen. Das entspricht also der Steigung einer linearen Funktion, einer Geraden, die durch diese beiden Punkte durchgeht. Ja? Und dafür können wir im Prinzip zunächst mal zwei beliebige Punkte x und x0 nehmen. Malen wir uns das nochmal schön hier auf die Folien auf. X0 mit dem zugehörigen Funktionswert und x mit dem zugehörigen Funktionswert, die Differenzen und die Gerade, die durch diese beiden Punkte geht. Und die Ableitung ist jetzt definiert als der Grenzwert, der Limes für x gegen x0 von diesem Differenzenquotient. Wir bewegen jetzt also gleichsam diesen Punkt x immer näher an den Punkt x0 heran und da ergibt sich ein Grenzwert, beziehungsweise wenn dieser Grenzwert existiert, dann nennen wir ihn die Ableitung. Schauen wir uns mal an, was hier passiert. Wir bewegen also das x Richtung x0 und dadurch verändert sich diese Gerade und dementsprechend auch die Steigung. Und das schmiegt sich also immer mehr an einen bestimmten Wert an und im Grenzübertritt erhalten wir hier eine Gerade, die genau tangential zu unserer Ausgangsfunktion f von x läuft, dieser blauen Kurve. Und die rote Kurve ist jetzt also eine lineare Funktion, eine Gerade, die genau die Originalfunktion in diesem Punkt x0 berührt und in dem Punkt die gleiche Steigung hat. Eine andere Art und Weise, dasselbe zu schreiben, ist folgendes, anstatt zu sagen, ich habe zwei Punkte x und x0, kann ich auch den Punkt x schreiben als x0 plus h. Also ich gehe hier von dem x0 h Schritte nach rechts und bekomme so meinen zweiten Punkt. Und dann mache ich dieses h immer kleiner und kleiner und dadurch bewegen sich diese Punkte aneinander heran. Ist eine völlig äquivalente Schreibweise, wenn das h dann gegen 0 geht. Und manche Lehrbücher schreiben das eine, manche schreiben das andere. Halten wir das also nochmal in einer formalen Definition fest. Was ist die Ableitung einer Funktion? Es sei f eine Funktion auf einem Intervall und x0 sei ein innerer Punkt des Intervalls. Warum ein innerer Punkt? Damit ich mich von beiden Seiten an diesen Punkt x0 heranbewegen kann mit einem Grenzwert. Der Grenzwert des Differenzenquotienten für x gegen x0 heißt Ableitung der Funktion f an der Stelle x0 und wird mit f' von x0 bezeichnet. Wenn also dieser Grenzwert existiert und von beiden Seiten auch gleich ist, dann nennen wir ihn f' von x0 oder die Ableitung. Die geometrische Deutung der Ableitung ist das, was ich vorher in der Grafik schon besprochen hatte. Sie gibt die Steigung der Tangente an den Funktionsgraphen an der Stelle x0 an. Neben dieser geometrischen Deutung hat die Ableitung auch noch eine Reihe anderer Interpretationen.
insbesondere auch Interpretationen, die für die Wirtschaftswissenschaften besonders interessant sind, die werden wir uns in einem anderen Video anschauen. Eine Art von Funktion, für die wir besonders leicht die Ableitung berechnen können, ist dabei die lineare Funktion. Wir hatten in einem der früheren Videos ja schon gesehen, dass die lineare Funktion sich durch ein konstantes Steigungsverhältnis auszeichnet. Dementsprechend ist auch der Grenzwert dieses konstanten Steigungsverhältnisses einfach diese konstante Steigung. Leiten wir das aber noch einmal sauber her. Schauen uns dabei eine lineare Funktion mit dem Funktionsterm a mal x plus b an. A ist also der Steigungskoeffizient, x ist das Argument und b der Achsenabschnitt. Der Differenzenquotient ist jetzt also definiert als f von x minus f von x0 dividiert durch die Differenz x minus x0. F von x brauchen wir nur einzusetzen, a mal x plus b, und davon sollen wir abziehen a mal x0 plus b und dividieren das durch x minus x0. Das b, wenn wir hier die Klammern auflösen, minus b, fällt genau gegeneinander weg. Und dann haben wir a mal x minus a mal x0. Das ist also a mal x minus x0 dividiert durch x minus x0. Und das ist gleich a. Und der Grenzwert davon für x gegen x0 bleibt auch a. Ja, ist eine Konstante, hängt weder von x noch von x0 ab und dementsprechend ist der Grenzübertritt da auch ganz einfach. Habe ich auch hier auf den Folien nochmal etwas ausführlicher hingeschrieben. Das ist genau die gleiche Herleitung wie vorher und jetzt haben wir hier schön sauber hingeschrieben. F' von x0 ist definiert als der Grenzwert von x gegen x0 von diesem Differenzenquotienten, das heißt von a, und das ist nichts anderes als a. Eine direkte Konsequenz davon ist auch, dass die Ableitung einer konstanten Funktion f von x gleich c immer 0 ist. Woran liegt das? Ich kann das f von x immer schreiben als 0 mal x plus c. Das ist also eine spezielle Art von linearer Funktion, nämlich mit der Steigung 0. Und f' von x gibt dann also die Steigung an und die ist 0. Und somit können wir zumindest schon mal diese beiden einfachen Arten von Funktionen ableiten.